Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Reihe von Minecraft. Ja, ihr habt richtig gehört, eine neue Reihe. Und warum, wieso, weshalb? Ich sag mal, dreimal darf man was anfangen. Die magische Zahl der Glücklichkeit oder des Guten ist ja 3. Und da jetzt ja das Modpack von Gronkh offiziell heraus ist, habe ich mir gedacht, hole ich es mir und starte einfach ganz eine neue Reihe. Ist genau das gleiche Modpack wie bei der RPG-Map-Projekt, also wie bei dem RPG-Map. Game-Projekt. Und das ist jetzt auch keine Einzelaufnahme, das ist eine Live-Aufnahme, sprich mit Stream. Wer also von euch hier auf YouTube live dabei sein möchte, meistens sonntags, irgendwann am Nachmittag, genaue Zeiten weiß ich noch nicht, findet das Stream statt, da könnt ihr gerne hereinschauen. Ansonsten werde ich den Stream eben aufnehmen und in gehirngerechte Häppchen, also sprich 30 Minuten Folgen, zusammenschneiden und euch hier präsentieren. Facecam ist an, ihr habt richtig bemerkt, und der Chat wird auch mit eingebunden. Das Einzige, was aus ist, sind eben die Alerts. Sprich, da wird jetzt nichts im Bild reinspringen, aber ich werde genauso auch Leute begrüßen, die in den Chat reinkommen. So, Leuchtefeuer auf YouTube Live. Nein, nicht auf YouTube Live, auf Twitch Live. Auf YouTube bekommt ihr nur die in Form geschnittenen Häppchen fürs Hirn. So, damit ihr das auch Ganze mir abkauft, dass wir jetzt wirklich von vorne anfangen, gehe ich hier auf Einzelspieler. Und wie ihr seht, hier haben wir schon einen Test. Habe ich heute nochmal kurz probiert, zwecks Aufnehmen. Und musst du kurz auf den Chat schauen. RGB Map Project, da seht ihr auch, da habe ich auch wieder mal vor kurzem gebastelt. So, Moment. Jetzt muss ich da kurz was gucken bei den Einstellungen. Das seht ihr jetzt hier jetzt nicht. Moment, das ist mir kurz peinlich. So, wir gehen auf neue Welt erstellen, nennen die ganz kreativ Let's Play Welt, damit ich mich nachher auch auskenne. Bäh. Spielmodus Überleben, kein Thema. Bauwerk geht nicht an. Welttyp nehmen wir. Beams of Plenty, damit wir auch die Vielfalt miterleben können. Bonus-Truhe bleibt aus und Cheat lassen wir aus. Wir werden nicht cheaten. Auch wenn es vielleicht nicht schlecht wäre, aber nein, machen wir nicht. So, dann hier lassen wir für zufällig aus. Und wir sagen, wir lunsen mal hinein, wo uns ausspuckt. Ob wir eine Reise machen müssen oder ob es eh schon alles passt, wo uns rausspuckt. Dabei ging diesmal die schöne Wartemusik. Bum, bam, bam. Ich glaube, das erste Mal, dass ich ein Let's Play mit Facecam mache, ne? Sonst, nee, bis jetzt waren nur die Vlogs, also die E-Logs quasi mit Facecam. Hui, Premiere. So, da hat's geblinkt. Und da sind wir feuchtfröhlich gelandet in einer Höhle. Ist ja geil. Bei Sonnenaufgang. Er hat den Erfolg. You've been installed. Juhu! Wir sind da. In einer Schlucht. Wie es scheint. Oh, hier geht's noch tiefer runter. Hier geht's raus. Da brüllt mir auch schon das Pferd ins Maul. Ins Ohr. Okay, wir sind hier in einem Wald gespawnt. Was an und für sich ja nicht schlecht ist. Da hinten haben wir. Ist das ein Meer? Guck mal. Oh, ein Pilz haben wir auch. Warte mal, als allererstes. Also ja, friedlich. Wir wollen ja nicht, dass ich jetzt am Anfang gleich sterbe, ne? Das hier gut, Puma. Sieht schon nice aus. Da lässt es, glaube ich, leben. Ich erkunde mal ein bisschen hier. Alter. Hier so mit einer kleinen Brücke und da oben ist ein Schweinchen. Tintenfisch. Hier haben wir irgendwas. Was sind das? Edelgras. Keine Ahnung, was es ist. Ich glaube, das ist momentan auf Deutsch eingestellt. Aber ja, egal. So. Dann schwimmen wir mal rüber. Was sind das da für ein Biom? Mit brauner Erde. Sprich, ausgedörrte Erde. Hier haben wir dunkle Stein. Was ist denn das für ein Stein? So. Hoppa.
Ist das was zum Essen? Nein, ist nur ein Strauch. Ein Waschbär. Hui, Lavahammer. Schwarzer Granit. Ach, schön. So, Ruckel. Ruckel die Zuckel. Hier geht's wieder abwärts. Tag Maulwurf. Die Ente. Alle Enten. Haben wir irgendwo eine Fläche? Da drüben sieht es gut aus, wo es ein bisschen freier ist. Weil wir sagen, das Spawn hier ist ja nicht schlecht. Was sind das da? Danke fürs Antworten. Was sind das da? Fächer-Ahornstrauchblätter. Was es nicht alles gibt. Ja, ist es hier laut. Warte mal, ich mach mal folgendes. Optionen, Musikgeräusche. Wollen wir friedlich Kreaturen, machen wir ein bisschen leiser. Da müssen wir uns nicht unbedingt jetzt da die Ohren blutig rühren lassen. Ist dann immer ein bisschen laut. Hier. Ich würde sagen auf 55. Ist schon angenehmer. So, lauter Schweinis. Hallo, Minecraft? Ja, geil, fängt ja die Loot an. Minecraft ist abgestürzt. Warum auch nicht? Wir starten es nochmal neu. So, Technik-Lounge. So sieht das Ganze aus. So, minimieren wir. Da schmiert mir einfach Minecraft ab. Warum auch nicht? Kann ja auch mal passieren. Was? Egal wie oft ich Minecraft starte, ich lande immer mitten im Dschungel, wo ich nur schwer rauskomme. Ja, ich glaube, das ist generell bei mobilen Versionen, dass da Dschungel bevorzugt wird. So, was denn hier? Spielen. So, jetzt fährt er wieder Minecraft wieder hoch. Sehr gut. Ich habe keine Ahnung, was meinst du, Leuchtefee? Ich bin gleich bei der Shader-Option geschaut, ob ich da irgendwas vielleicht zu hoch eingestellt habe. Da da di da di da di da da ja ja ba da ba di ba da bam bam di ba ding. Das dauert ein bisschen, bis das hochgefahren ist. Tut mir leid, Leute. Kann ja mal passieren, ne? So, jetzt können wir mal halt das Bildschirm begutachten, wo das Modpack drauf ist. Das offizielle Modpack zu Minecraft Are for Humans, was bei Gronkh, was steht da? Als Life in the Woods begann, entwickelt sich zur Zeit After Humans, werde Teil der Geschichte und kämpft ums Überleben. Und das haben wir ja vor. So, der Techtee hat wieder ein Update rausgebracht, das haben wir auch mitgenommen. So, hier jetzt so die ganzen Mods öffnen. Fünf von sieben. In Phase 3. Können wir wieder abwarten. Lebst du da auch vegan oder normal? Weiß ich gar nicht. Wir sagen Teil-Teil. Eine ausgewogene Ernährung. Wobei die. Also man muss rohes Fleisch jetzt einfach so, wenn man wahrscheinlich nicht machen. Aber immer so gut wie möglich versuchen, ohne Tiere abzuschlachten, natürlich auszukommen. So, Minecraft und weiter. So. Nehmen wir das jetzt auch wieder OBS ab. Nee, ihr seht jetzt hier den wunderschönen Bildschirm. Ich gehe mal in die Welt hinein. Dann gucken wir, was da los ist. Eigenschaften.
So, einen lokalen Spieler. So, wir machen hier wieder schwarz. So. Zack, beliebiges Fenster wieder. So, haben wir wieder Minecraft am Schirm. So wie es sich gehört. So, zurück zum Spiel. Ja, wir haben ja wieder mit Gegrunze begrüßt. Also bin ich hier überhaupt nicht los. So, hier haben wir eine schöne große Fläche. Was haben wir denn da hinten? Alter, das ist noch immer laut. So, machen wir drastische Maßnahmen. 25. Was haben wir hier denn Schönes? Lauter Schafe und Schweine. Und Himmelstein. Das ist ja cool. Ein Meteoritenkrater. Nice. Okay, muss ich mir merken. Aber noch, was ich noch schauen wollte, ist eben wegen Shader, Grafikeinstellungen. Hier. Mal den drinnen. Renderqualität machen wir auf 1. So. Bei Anti-Aliasing kann ich gleich auch noch einschalten. Aber das war schnell. Schadet ihr eh nicht. Daddy. Damit es mit drin sind, Schätze, weiß ich. Und die können wir leider noch nicht bergen, weil wir eben nicht die Dinge dazu haben. So, jetzt gibt's auch flüssiger. So, wir brauchen jetzt eine Stelle, wo wir uns niederlassen können. Oh, da kann man was zum Essen mitnehmen. Zack. Haben wir schon Zuckermelone, Bohnen, Beeren. Jetzt haben wir ein bisschen Früchte. Wir haben jetzt dieses Kätzchen. Kiwi. So, ein Erfolg haben wir erzielt, ist auch schön. Also haben wir Grünschiefer. Sieht zwar cool aus mit den Trinen und so, aber von der Gegend habe ich noch nicht ganz begeistert. Da müssen wir glaube ich noch ein bisschen suchen. Ich will gerne sowas mit sowas Grünen, mit sowas saftigen Grünen. Das wäre mir eine Herzensangelegenheit. Ui, ui. Wo wir dann so ein kleines Hütchen hinbauen können, nicht so wie letztes Mal immer gleich mit Megaprojekten angefangen. Ich habe mir jetzt extra vorgenommen, mal klein anzufangen und halt immer größere Sachen zu bauen und die Sachen, was wir gebaut haben, zu erweitern und so weiter und so fort. Damit halt da das Ganze dann besser ist. Guck mal, das Grün zum Beispiel ist hier schon zu grün. Ja, das gibt's. Hier kann ein Grün zu grün sein. Was ist denn das da hinten? Ein Löwe? Das ist so ein abgestorbenes Gebiet, ne? Hm. Hier ist eine Kiesgrube. Die kann ganz so kiesig bleiben, wie sie ist. Wir reisen dabei weiter. Mit ein bisschen Proviant im Pack. Die Leuchte lacht schon wieder mit ein kleines Hütchen. Ja, ich habe es mir tatsächlich vorgenommen. Etwas kleines, schnuckliges anfangen. Und dann... sollte irgendwie erweitern. So, da ist eine Ziege. Die natürlich sofort ins Ohr hinein blärt. Was haben wir schnell für Atmosphäre? Konnte man noch irgendwie irgendwas einstellen? Aber ich weiß nicht mehr, was für eine Taste das war. So. Hier die Schweine. Wir wandern mal ein bisschen fröhlich durch die Gegend. Was haben wir hier Schönes? Sind das Blumen? Strawberries. Oh, geil. Erdbeeren. Mitnehmen. Wild wachsende Erdbeeren. Es gibt nichts Besseres. Zack. Nehmen wir natürlich mit. Da kann sich die Kuh schon beschweren. Kann ich auch den Staub mitnehmen? Ja! Erdbeersetzlinge. Nice. Ich aber nicht. Oh.
Was? Ich wurde verfolgt? Oh, er folgt mir. Was folgt mir? Also ich sehe niemanden. Naja, dann gucken wir mal weiter. Jetzt tun wir wieder so ein Baumbiom, ein Dschungelbiom. Hier wäre eine nette kleine Pfütze und wieder Kühe. Achso, die Ziege. Ja, die kann gerne... Das Viech da drüben ist mies. Na, ihr zwei. Das ist nichts für euch. Alles meins. Oh. Die feiern gerade Party. Ist das dämlich. Ich würde sagen, wir gucken mal hier da in Wäldchen hinein. Boing, boing. Oh. Da ist wer gestorben. Nicht durch meine Hand. Hier ist irgendwas Braunes. So, ich esse mal ein bisschen was. Ganz dezent. Was haben wir hier schon? Das sind lauter Hühner. Schönes Wäldchen. Mit auffällig vieler Hühner. Bock, bock, bock. Und Kühen. Was hat die Kuh da am Kopf? Ist das ein Banzer? Nö, oder? Keine Ahnung, was das ist. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ja, genau das fürs Essen. Zack, Melonen. Geil. Also ich muss sagen, es sind wirklich sehr viele Hühner hier. Wir gehen einfach mal stur geradeaus. Irgendwas wird schon mal passen. Hier haben wir wieder so einen Bergplatz. Oh, was sind das da hinten? Ist das eine Telefonzelle als Hut? Ernsthaft? Wie cool ist das? Ah, Policebox, was ist das? Ah, cool. Das Polizeischwein, das trägt einen Polizisten um am Kopf mit sich. Wie dämlich ist das? So, warte mal, wir brauchen ein Boot. Deshalb würde ich sagen, ich pack mal da Sachen rauf. Wir bauen uns da was Schönes ab. Alter, wie mir das alles jetzt dein Ohr reinhört. So. Ich wünschte, ich könnte die... Oh, wollte ich nicht hauen. Leiser machen. Also feindliche Kreaturen, die wir schon laut haben. Freundliche Kreaturen, da, hier. Holen die nicht mehr so ins Ohr hinein. Das ist schon mal sehr, sehr gut. So, 25. Ah, ist schon viel angenehmer. Das ist ja noch komplett taub. So. Das wollt ihr nehmen auch noch mit. Und da raus machen wir jetzt Bretter. Zack. Daraus eine Werkbank. Fortschritt, Handwerker. Also das sind die Fortschritte, das geht, ne? So war das Boot definitiv nicht, aber so. So, Boot nehmen wir auch mit. Zack. Und auf einmal der Sonne entgegen. Hui, da schlitten wir dahin. Mit der passenden Musik natürlich. Ja, was? Ess nicht alles auf. Denke, das sieht's. Keine Sorge, die habe ich schon im Auge. So, jetzt da drüben ist nur eine kleine Insel, oder? Ja, doch, die kann man umschiffen. Boah, sieht schon cool aus. Vor allem in Shadow. Von was leuchten hier unten? Ist das auch wegen Shadow? Gut möglich. Da, 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 bam, bam. So, wir fahren weiter in die Richtung. Dabei genieße ich ein kleines Stückchen.
damit mir die Stimme nicht austrocknet. So, wieder großes Ozean. Life on the Woods After Humans ist ja dafür bekannt, immensen Ozeane zu haben, wie in der echten Realität, also wie in der echten Welt. Aber das ist schon ein bisschen sehr groß, oder? Was ist denn da? Tintenfisch da wie ein Hut auf? So, ist das Land oder ist es wie eine kleine Insel? Sieht hier eher nach einer kleinen Insel wieder aus. Hier unten leuchtet es wieder. Ist das ein Wag? Nee, oder? Was ist denn das da? Sieht aus, als wäre es gewollt, dass das... Nee, oder? Was ist denn das? Wie kann ich aussteigen? Oh. Ja, so geht's auch. Wo ist das Schiffchen? Nein, das fährt weg! Schade, ich wollte jetzt schauen, was es da unten ist. Aber ich glaube, das ist eher nur ein Naturgebilde. Ja. Was ein Naturgebilde ist. Kein Wag. Schade. Dachte schon, ich hätte jetzt irgendwas gefunden. Außer einen komischen Hut. Man weiß ja nie. Ist hier unerforschtes Gebiet. Was da alles auf uns warten könnte. Cool, ein weißer Zylinder. Die hole ich mich auch noch. So, wir fahren weiter die Richtung. Nase juckt. Da, 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 di, 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 di. No, sonst ist ja nix, ne? Rein gar nix. Hier wieder kleine Inseln. Lustige Tintenfischfamilien. Na, guck mal, der hat auch so eine lustige Mütze auf. Da, da, di. Da sind wieder kleine Inselgruppen. Unser Vorteil ist halt, dass man, wenn man im Boot drin sitzen, keinen Hunger verbrauchen. Da, 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 da. Ja gut, dann fahren wir mal weiter. Da, 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 da. Was ist hier hinten los? Was ist denn der auf dem Kopf? Ist eine Pumpe? Ne, ist ein komischer Hut. Der irgendwie auch so wie so eine umgedrehte Pommes-Tüte auf dem Kopf. Falls man eine Glatze hat, kann man natürlich machen. So eine Pommes-Tüte von McDonald's. Einfach so verkehrt auf dem Kopf setzen, da hat man gelbe Haare. Sieht sehr modisch aus und eine Mütze, so eine rote, mit einem gelben M drauf. Sicher sehr modisch. Hier haben wir wieder eine Insel, wobei die Insel dürfte größer sein. Na, gucken wir mal. Ansonsten haben wir eine Wüste gefunden, ist auch nicht schlecht. Boah, nicht wirklich das, wonach ich suche. Aber ich glaube, es ist einfach nur eine große Insel. Ja. Einfach nur eine größere Insel. Nein! Alter, das gibt's doch nicht. Und einfach schwuppt das Boot weg. Na gut, gucken wir uns die Insel mal an. Was haben wir hier? Aschperle. Nehmen wir mit, die leuchten schön. Kann man sicher für irgendwas brauchen. Aua! Igelkerze. Ah, sehr gut. Ja, platziert doch bitte hier in dieser Wildnis, wo nichts ist, eine Igelkerze. Ist ja komplett sinnlos. Hier drüben habe ich noch welche gesehen, das sind Kakteen. Da hinten, die hole ich mir auch noch. Sofern ich da rankomme. So, das sieht doch gut aus. So, meins. Jetzt haben wir Sand auch dabei. Warum auch nicht? Und hopp. Und hopp. Nein.
Ja, da man natürlich nicht weißt du was, wir brauchen hier mal hier einmal Sand. Was ist denn das da hinten schon wieder? Ist das ein Glas? In der Tat. Warte mal, das muss ich mal genau inspizieren. Und wir haben Hunger, ich weiß. Haben wir irgendwas? Hier Melonen, die sind. Ne, warte, 8 Erdbeeren haben wir und wir haben einen Seed. Dann naschen wir ein bisschen von den Erdbeeren. Merke auch gerade unten, wir haben da einen Grafikfehler drinnen. Beim Essen. Ist das wieder ein Meteorit, der eingeschlagen ist? Die Sache gehen wir mal auf den Grund. So, ja, hoch. Hoch. Tatsächlich noch Meteoriten mit Glas rundherum. Wahrscheinlich von der Hitze des Einschlags. Boah, sieht schon cool aus. Das heißt, wenn du Glas brauchst, einfach nur warten, bis Meteoriten in die Wüste einschlägt. Dann haben wir praktisch auch ein Glas. So, da brauchen wir, glaube ich, nicht zum Bauen anfangen. Nee, da haben wir ewig dagegen. Ohne Werkzeug. Außer hier. Beim Glas. Aber das ist schon cool. Da möchten die nicht unbedingt hinunterfallen. Da hinten leuchtet es wieder. So, vorsichtig. Ha. Ohne, dass mir Leid zugefügt wurde. Hier Zuckerrohr, kann man auch nehmen, wenn schon da ist. Ich weiß jetzt schon, dass man während der Reise wahrscheinlich das ganze Inventar zumüllt und dann finden wir was wirklich Interessantes und dann haben wir keinen Platz. Ich kenne mich doch. Es wird bestimmt so sein. Hier mal wieder so Leuchteblumen, nehmen wir auch mit. Was ist denn das da? Kante Lila, nehmen wir auch mit. Zuckerrohr haben wir eigentlich. So, das nehmen wir auch wieder mit. Kakteen kann man hier lassen. Was ist denn das da hier? Ölsand. Was es nicht alles gibt. Ich hätte darauf verwettet, dass das Kohle wäre. So, der Mond geht wieder unter. Und wir können uns ein neues Boot bauen. Weil das Feuer aus unbeschreiblichen Gründen sich auf einmal verabschieden musste. Keine Ahnung warum. Bin nirgendwo dagegen gefahren. So, was haben wir hier? Roter Sand. Gehärteter Sand. Sieht aber auch cool aus mit dem Sonnenaufgang. Schön. Hier rinnt Wasser runter. Zu nah an Land. Ja, das könnte es vielleicht gewesen sein. Den Kakteen möchte ich nicht unbedingt hineinsteigen. Da hinten haben wir wieder ein Miezekätzchen. Sieht so aus wie eine Galapagos-Insel mit diesen roten Dinger da. Also mit diesem rot gefärbten Sand. Finde ich cool. So, wir gehen da mal ein bisschen dann noch die Insel entlang. Da nicht hinunterfallen. Sehr schön. Ein Dorf. Also, ich muss sagen, die heutige Folge hat es in sich. Wir finden zwei Meteoriten, ein Dorf. Nicht schlecht. Die Frage ist nur, kommen wir da auch hoch? Aua. Boah. Ich glaube, die sollten wir vorher abbauen und dann wegschmeißen. Was rennt denn da oben herunter? Öl? Aber wie cool ist das denn? Ein Dorf. Haben die vielleicht was Anständiges zu essen dabei? Ich hätte nämlich schon wieder Hunger. Alter, dann geht's noch weiter. So, da haben wir einen Kaktus, eine Tinkerschmiede und einen Haufen Türen, die mir hier da entgegengeklatscht werden.
So, was haben wir hier? Tinker's Construction. Ach du Heiliger. Da so viel? So viele Schablonen. Und Mike. Nee, oder? Schon wieder abgestürzt.